Es ist ein Knollengemüse, dessen Fruchtfleisch blutrot ist. Man kennt es auch als Rohnen oder Randen. Sie haben es erraten, wir sprechen von der roten Rübe. Was man damit alles zubereiten kann und wie förderlich die Inhaltsstoffe für unsere Gesundheit sein können, das sehen Sie jetzt. Die rote Rübe ist ein Wintergemüse. Sie kann bis zum ersten Frost geerntet werden. Doch wie wirken rote Rüben auf unseren Körper? Die rote Rübe liefert ein Gesamtpaket an Inhaltsstoffen, an Nährstoffen, die vielfältig auf unsere Gesundheit positiv wirken. Vorrangig fällt uns einmal diese dunkelrote Farbe auf, die den Pflanzenfarbstoff Betain und Betanin enthält. Und der wirkt unter anderem entzündungshemmend zum Beispiel. Das haben die alten Griechen schon gewusst und dafür verwendet. Er wirkt blutdrucksenkend, er erweitert die Gefäße. Und dieser rote Farbstoff zeigt uns auch, dass da sehr viel Eisen enthalten ist, pflanzliches Eisen. Und die Kombination von diesem pflanzlichen Eisen mit der auch enthaltenen Folsäure und dem Vitamin C wirkt unglaublich blutbildend. Also das ist eine Kombination, wo es besonders gut aufgenommen wird, blutstärkend, blutbildend wirkt, neue Zellen, neue Blutkörperchen anregt und bildet. Also perfekt, ja, für die Winterzeit, für die Stärkung in der Winterzeit. Wir bereiten nun einige Speisen mit der Rande zu. Wir machen heute aus der rohen roten Rübe ein Carpaccio, das heißt ganz dünn gefächert, und werden das geschmacklich anreichern mit ein bisschen Jungzwiebel, mit ein paar Mandelblättchen zum Beispiel, gerne mit Schafkäse oder Eiern, was einem so als Eiweißquelle dazu gefällt, und werden das mit ein bisschen Granatapfelkernen und einer Granatapfelmelasse geschmacklich ein bisschen anreichern. Und ganz ideal sind natürlich noch Herbstfrüchte dazu, also wenn man Feigen oder Äpfel oder Birnen hat, macht sich das wunderbar in diesem Salat. Allerdings sollte nicht jeder zu Schafkäse greifen. Wenn man gerne das ganze Potenzial des Eisens in der roten Rübe nützen möchte und aufnehmen möchte, sollte man darauf achten, keine Milchprodukte gleichzeitig zu sich zu nehmen. Also da vielleicht den Käse im Carpaccio weglassen und etwas anderes nehmen, weil das Kalzium in den Milchprodukten das Eisen daran hindert, wirklich gut aufgenommen zu werden im Körper. Achten sollte man, egal was man kocht, auf Bio-Qualität. Alle Knollengemüse speichern das Nitrat, das im Boden vorkommt. Wenn zu viel Nitrat im Boden ist, zum Beispiel durch Düngemittel, dann wandelt sich sehr gerne in Nitrit um, das krebserregend und gesundheitsschädlich wirken kann. Das heißt, man sollte darauf achten, möglichst wenig Düngemittel drinnen zu haben im Boden. Und das ist bei Bio-Lebensmitteln gewährleistet. Deshalb fällt die Wahl im besten Fall auf ein Bio-Lebensmittel. Bio zahlt sich auf jeden Fall aus, vor allem wenn man viele Inhaltsstoffe auf einmal zu sich nehmen will, wie mit einem Smoothie. Wie alle Knollengemüse enthalten auch die roten Rüben sehr viele Pflanzenfasern. Das sind die Ballaststoffe, die da drinnen sind. Die wirken sehr stark sättigend, das ist gut von Vorteil. Sie wirken aber auch sehr stark verdauungsanregend. Das heißt, der Stuhlgang wird gefördert. Das ist ja eigentlich in den meisten Fällen eine sehr positive Reaktion. Aufpassen muss man nur, wenn man es für einen Smoothie zum Beispiel verwendet. Da unterschätzt man, wie viel an Lebensmitteln man da so trinkt. Und dann sollte man die nächsten 2 Stunden einmal ein bisschen vorsichtiger unterwegs sein. Ja, das kann ein bisschen zu viel anregend wirken. Und nicht schrecken, der Rest des roten Farbstoffs wird dann beim Toilettengang wieder ausgeschieden. Doch wie viel von den Rohnen sind gesund? An der roten Rübe darf man essen so viel und so lange man möchte, wenn man keine Nierenprobleme hat, weil dann muss man ein bisschen mit der Oxalsäure, die da drinnen enthalten ist, aufpassen, weil das bei Nierensteinen einfach förderlich ist und wie man es auch aus dem Mangold oder aus dem Rhabarber kennt. Also gerne die Saison nützen und dann auch wieder mal ein bisschen Pause machen. Die roten Rüben eignen sich auch als Süßspeisen, denn Randen können roh gegessen, gekocht oder gebacken werden, wie zum Beispiel hier in den Muffins. Die roten Rüben geben eine Saftigkeit und geben eine wirklich blutrote, gute Farbe. Und wenn man das ein bisschen mit Kakao kombiniert, wird das so ein sattes Braun. Ja? Also es schmeckt saftig, aber nicht nach roter Rübe. Und man hat einen Gesundheitsplus auch noch dabei. Der Farbstoff der roten Rüben wirkt also sowohl in den Muffins als auch, wenn man die Rohnen einkocht und dadurch lange haltbar macht. Wie beim alten Klassiker, dem roten Rübensalat. Der rote Farbstoff unterstützt außerdem die Leber und die Galle bei ihrer Ausscheidung, bei ihrer Giftausscheidung, und hat außerdem noch einen cholesterinsenkenden Effekt. Die rote Rübe enthält außerdem sehr viele sogenannte Antioxidantien.
Das heißt, sie wirkt gegen Umweltgifte wie UV-Strahlung zum Beispiel oder Abgase. Das heißt, sie hat einen sehr schützenden Effekt auf unser Immunsystem und das sollten wir uns zunutze machen. Diese unscheinbaren Knollen sind nicht nur gesund, sondern auch vielseitig einsetzbar. Eine prachtvolle Kombination. Die Farbe der roten Rübe, die an den Händen und Schneidbrettern dranbleibt, bekommt man übrigens ganz leicht mit Essig oder Zitronenwasser wieder weg. Informationen zur heutigen Sendung finden Sie im Internet unter bewusstgesund.orf.at, dem ORF-Teletext auf Seite 358 und der Nachlese.